Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 10. Sendung zur orthomolekularmedizinischen Ignoranz in Deutschland mit dem Untertitel Niacin von Abraham Hoffer. Auch heute eine kurze Sendung, weil es wieder um einen englischen Text geht, nämlich Niacin, The Real Story von Abraham Hoffer, Andrew Saul und Harold Foster. Learn about the wonderful healing properties of Niacin mit insgesamt 228 Seiten. In dem Buch wird von dem Begründer der Orthomolekularmedizin, Abraham Hoffer, seines Zeichens Kanadier, ausführlich dargestellt, wie Niacin B3 in Hochdosis im psychiatrischen Bereich fantastische Therapieerfolge bei Schizophrenie erzeugen kann. Ich lasse es dabei bewenden. Es ist ein spezieller Text. Man muss gut Englisch können, aber es war mir wichtig, auf dieses Buch hinzuweisen, weil Psychiater davon keine Ahnung haben, wie immer in Deutschland bei orthomolekularen Zusammenhängen. Niacin, The Real Story von Abraham Hoffer, sollten Sie in Ihrem Bekannten- oder Verwandtenkreis Patienten mit psychiatrischen Problemen haben, dann allerdings ist dieses Buch ein absolutes Muss, sollten Sie aus Ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit im Sinne von Kant heraustreten wollen. Die Definition der Aufklärung finden Sie in der ersten und zweiten Sendung dieser Sendereihe. Herzlichen Dank fürs Zuhören und auf bald.